Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal ging es zur Heimspielstätte des FSV Mainz 05, der Mewa Arena. Wie es mir dort gefallen hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Die Mewa Arena in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz ist das Fußballstadion des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Das Bruchwegstadion wurde für die Bundesliga zu klein und entsprach auch nicht mehr den Anforderungen an ein modernes Fußballstadion. Aus diesem Grund entschloss man sich im Jahr 2007 zum Bau eines neuen modernen Fußballstadions. Die vom Verein favorisierte Lösung eines Neubaus direkt hinter dem Bruchwegstadion war aufgrund der Auflagen zum Lärmschutz der Anwohner finanziell nicht darstellbar. Dies galt auch für den Ausbau des Bruchwegstadions zu einem rund 35.000 Zuschauer fassenden Fußballstadion. Am 5. Mai 2009 wurde mit dem Bau der Arena begonnen, der im Jahr 2011 abgeschlossen wurde. Das Stadion wurde am 3. Juli 2011 als Cofes Arena eingeweiht. Die Kosten für den Neubau beliefen sich auf ca. 70 Millionen Euro. Zum Vergleich, der Bau der Allianz Arena hat ca. 340 Millionen Euro gekostet. Die Zuschauerkapazität beträgt 33.305 Plätze. Diese sind aufgeteilt in 19.500 Sitz- und 13.805 Stehplätze. Die Eintrittspreise betragen aktuell zwischen 5,50 Euro und 95 Euro. Die Eintrittskarte gilt als Kombiticket zur An- und Abreise ins Stadion im Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund und Rhein-Main-Verkehrsverbund. Hierbei muss man jedoch unterscheiden. Im Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund gilt das Kombiticket am gesamten Veranstaltungstag. Im Rhein-Main-Verkehrsverbund ab 5 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Gemein haben aber beide wieder, dass es bis 4 Uhr des Folgetages gültig ist. Das Stadion ist auch per Straßenbahn und Bus zu erreichen. Hierbei sind die Linien 9, 51, 53 und 59 zu benutzen. Aussteigen kann man hier an den Haltestellen Hochschule Mainz, Jakob-Heinz-Straße, Arena und Kisselberg. Vom Mainzer Hauptbahnhof aus verkehrt an Heimspieltagen auch ein kostenloser Bus-Shuttle. Vom Bussteig S aus verkehrt der Bus im Minutentakt. Von der Haltestelle am Stadion ist die Mewa Arena in wenigen Gehminuten zu erreichen. Selbstverständlich kann man zur Mewa Arena auch mit dem Auto anreisen. Vom Norden aus ist die Arena über die A643 zu erreichen. Vom Süden aus über die A63, vom Osten über die A60. Wenn man aus dem Westen anreist, kann man die A60 und die L419, die Saarstraße, nutzen. Fürs Parken stehen Parkflächen auf dem Messegelände oder dem Campus zur Verfügung. Auf dem Mainzer Messegelände steht ein kostenloses Park-and-Ride-Angebot zur Verfügung. Auf dem Gelände der Universität Mainz steht nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. Kleine Besonderheit noch, auf dem Gelände der Mewa Arena stehen zurzeit rund 3000 Fahrradstellplätze zur Verfügung. Das Angebot wird stets erweitert. Nachdem man die Autobahn verlassen hat, kann man das Stadion schon in der Ferne sehen. Nachdem ich mein Auto auf dem Gelände der Universität abgestellt hatte, das Parken ist dort übrigens kostenlos, machte ich mich zu Fuß auf den Weg zum Stadion. Nach einem kurzen Fußmarsch von ca. 5 bis 10 Minuten erreichte ich schließlich das Stadion. Wie immer noch das Bild vom Stadionmenü. Kommen wir wieder zu meiner Bewertung meines Besuches. Wie immer weise ich darauf hin, dass diese Bewertung nur meine eigenen Eindrücke beim Besuch des Stadions widerspiegeln. Ihr könnt und dürft selbstverständlich eine andere Meinung haben. Jetzt geht's aber los.
Verkehrsanbindung. Von der Autobahn aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Stadion gut zu erreichen. Außerdem gibt es eine Menge Fahrradstellplätze. Daher 8 von 10 Punkten. Stimmung. Die Stimmung im Stadion war jetzt nicht überragend, aber auch nicht schlecht. 8 von 10 Punkten. Stadionmenü. Ich verstehe einfach nicht, warum die Brötchen für die Wurst immer so weich sein müssen. Sonst war die Wurst aber gut und das Bier hat auch geschmeckt. Mit 8,40 Euro liegt der Preis aber am oberen Ende. Daher nur 7 von 10 Punkten. Sicht. Die Sicht im Stadion ist sehr gut. Man ist, wie eigentlich in allen reinen Fußballstadien, sehr nah am Geschehen. 10 von 10 Punkten. Stadion. Es ist jetzt kein 5-Sterne-Stadion. Das ist aber auch nicht das, was ich erwartet habe. Es ist einfach ein grundsolides Stadion mit allem, was für einen angenehmen Aufenthalt gebraucht wird. Lange Wartezeiten gibt es keine. 8 von 10 Punkten. Insgesamt erreicht die Mewa Arena 41 von 50 möglichen Punkten und landet im Ranking auf Platz 5. Und so schnell geht ein Video auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt mir es unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, euer Stadiontester.